Hey, Hallöchen, meine lieben Freunde. Willkommen zurück auf dem Sephiron-Plateau. Wir kämpfen gegen diesen Japaner. Und dieser Japaner hat wieder ein paar ganz, ganz böse Pokémon dabei. Wir spielen heute in Doubles, sprich in VGC. Aber nicht wirklich VGC. Wir gehen heute Leute bedrohen. Freunde, mit den Messern und den Knarren haben wir uns bereitgestellt. Hier auf der Gasse, in den Streets. Und jetzt beginnen wir, Leute auszunehmen und zu bedrohen. Denn wir haben ein Mono-Bedroher-Team am Start. Wie ihr im Titel des Videos wahrscheinlich schon gelesen habt. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht. Ich habe einfach mal die Bedroher-Pokémon mitgenommen, die ich habe. Schauen wir einfach mal, was da passiert. Ich sehe schon Crobat und Kangama können wir ziemlich wrecken mit diesem Team. Und auch Rayquaza ist gar nicht mal, ne? So mies und so. Ich gehe einfach mal davon aus, dass er mit Farbi geleasen wird. Deswegen ist es schon mal gut, ein paar Bedroher-Pokémon dabei zu haben, damit sich da niemand boosten kann oder was auch immer. So. Hab ich denn irgendetwas, was schneller ist als dieses Scheißviech? Brutalanda und dann Granbull. Ich leade einfach mal mit Brutalanda und Granbull. Was nehme ich denn noch mit? Nehme ich Luxtra oder Garados oder Arcani? Ich könnte Arcani mitnehmen für und Staraptor spezifisch für dieses andere dumme Viech, ne? Oder, warte mal, Garados? Ich könnte auch Garados mitnehmen. Ich könnte auch mit Granbull leaden. Okay, ich mach das mal so, Leute. Es ist ein defensives Garados, deswegen glaube ich nicht, dass er schneller sein wird. Leider. Aber ist ja in Ordnung. Ist auf jeden Fall in Ordnung, Freunde. Somit würde ich sagen, beginnen wir mal das Battle gegen diesen Japaner. Mit seinen übelst ekelhaften Pokémon. So. Aber das muss auch mal wieder sein, ne? Hier Battlesport mal wieder Ubers klatschen und so. Oder von Ubers geklatscht werden, je nachdem. Ne? Wie im letzten Part haben wir gesehen, dass mal wieder einfach ekelhafte Pokémon am Start sind. Aber hey! Was habe ich mir, ne? Ich habe mir das schon gedacht hier. Bam. Dass er mit diesen beiden ekelhaften Support-Pokémon leadet. Da kommt ein Schlummer-Bummer, ne? Ja, das Ding ist halt so, ne? Ich gehe jetzt einfach mal für eine Schallwelle, weil er hat eh einen Focus-Sash auf diesem Scheißviech. Und für eine... Für was denn? Für was will ich gehen? Ja. Vielleicht für eine Kaskade? I don't know. Ich gehe einfach mal für eine Kaskade. Ich double jetzt einfach mal dieses Farbigel. Schauen wir einfach mal, was passiert. Ich glaube zwar nicht, dass wir mit Garados outspeeden werden. Aber in Ordnung. Er wird Screens aufsetzen, je nachdem, Reflektor oder... Ja, okay, Reflektor, nice. Dann ist die Schallwelle schon mal nicht, ich sage jetzt mal, halbiert. Schauen wir mal, was es macht. Oh, ziemlich viel. Und da kommt der Schlummerort. Naja, connected natürlich mit beiden Pokémon. Wie kreativ. Wie kreativ. Ja. Naja, schauen wir einfach mal, was passiert, weil seine beiden Supporter sind jetzt schon ein bisschen angeschlagen und der hat uns noch nichts gemacht, außer uns einzuschläfern. Um Donnerwellen kann er uns jetzt nicht mehr, weil wir schlafen. Das bedeutet, wir können eigentlich jederzeit raus switchen. Ne? Ich gehe jetzt einfach mal zu Granbull raus. Weil ich denke, dass er noch ein Screen setupen wird. Ne? So kriegen wir immerhin mal einen Bedroher raus. Gucken wir mal, ja? Oh ja, wenn jetzt Rayquaza reinkommt, GG, Boy. Digga. Prediction des Jahrhunderts. So, denn jetzt gehe ich raus mit Garados und komme rein mit meinem Granbull, was den Bedroher hat und dieses Scheißviech mit einem Knuddler aus dem Leben boxt, meine Freunde. Dieser Japaner ist einfach zu einfach zu predikten. So, da kommt noch ein Lichtschild, wie ich erwartet habe. Leute, ich komme mir vor wie ein Gehirnchirurg, wie ich das Gehirn aufmachen würde, ne, den Kopf von jemandem und da reingucken würde. So, auf jeden Fall wechsle ich jetzt mal zu Garados, weil warum nicht, und gehe mal für einen Knuddler auf Rayquaza. Warum nicht, ne? Warum nicht? Er hat einen Bedroher-Intos, das bedeutet, er wird nicht mehr so viel machen. Jetzt kommt gleich noch ein zweiter Bedroher hinterher.
Er wechselt nicht raus, denn sonst wäre er schon rausgewechselt, weil Rayquaza, glaube ich, schneller ist als Mega. Ist Rayquaza schneller als Mega mit Brutalander? Auf jeden Fall. So, auf jeden Fall bleibt er drin und entwickelt sich. Und das ist gut, weil er hat jetzt minus 2 Angriff und ich habe die Offensivweste auf Granbull. Das bedeutet, Granbull wird auf jeden Fall ziemlich bösen Damage machen. So, außer wir werden natürlich paralysiert werden. Oh, der Reflektor ist noch oben, ne? Ja, ja. Greift eventuell nicht an, das ist okay. So, da kommt der Schwertanz, er ist wieder auf neutralem Schaden. Ja, seht ihr? AG, Schwertanzen hier. Das ist alles, was er kann. Aber okay. Stab-Knuddler müsste ein bisschen was an Damage machen. Ist auf jeden Fall okay. So, jetzt ist die Frage. Gehe ich mit Garados, will ich dem entgegenwirken und will ich für einen Bedroher, für einen Dingens gehen oder was will ich da machen? Nee, ich gehe ganz einfach, Freunde, ich gehe ganz einfach wieder zurück zu Brutalander. Und gehe nochmal für den Knuddler auf das Scheißviech da. Ne? Jetzt ruft das zurück. Schauen wir mal, was da reinkommt. Farbigel, ja, easy. Er wollte es wahrscheinlich einfach fordern. Ist aber in Ordnung, da ich jetzt einfach mit Granbull rausswitchen kann, um noch einen doppelten Bedroher rauszubekommen. Und beide Pokémon, die dann reinkommen, werden schlafen. Das heißt, er kann sich mit dem Schlummerort in den Popo ficken, der Boy. Und das reicht einfach, Digga. Das reicht. Alles klar. Ja, gut. Dann komme ich jetzt mal wieder rein. Oh, er hat den Lebenorb. Okay, alles klar. Ja, Granbull war mehr oder weniger eh nur für dieses Pokémon gedacht. Habe ich Turbo-Tempo auf Arcane? Ich glaube nicht, ne? Nein, habe ich natürlich nicht. Natürlich. Wir haben auch nur 110. Das reicht leider nicht. Und mit Garados haben wir 100. Naja, ich gehe mal zu Garados rein, weil, wie gesagt, wir bekommen nochmal einen Bedroher raus. Und wir schlafen eh beide. Also kann er sich nur verabschieden mit seinem Schlummerort. Wenn wir aufwachen, dann machen wir auf Outspeeden und töten ihn. Und wenn wir nicht aufwachen, dann kann er nicht für einen Schlummerort gehen, weil dann nichts passiert. Ne, Leute? So, auf jeden Fall gehe ich jetzt mal für eine Kaskade. Die müsste reichen, auch wenn sie resistet wird. Er hat einen Death Drop drin. Oh, Wutpulver. Ey, das ist cool. Nur das Problem ist, ich greife leider mit beiden Pokémon an. Und Brutalander outspeedet auf jeden Fall. Das bedeutet, sag mal Bye-bye zu deinen beiden Pokémon, du kleiner Lutscher. Du kleiner Lutscher! Ja, Leute. Ne? Wenn man einfach schlecht ist und schlecht spielt, dann kann man auch mit so einem Team nichts reißen. Ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe random Bedroher-Pokémon. Ich habe in meiner Box eingegeben, Suche, Filter, Bedroher. Und dann habe ich einfach jedes Bedroher-Pokémon mitgenommen, was Bedroher hatte. Okay? Und daraus ein Team geformt. Und der kommt mit einem Smeargle daher, mit Schlummerort, mit einem AG Mega Rayquaza, mit fucking Schwertanz, mit einem Screener, a.k.a. Psyau, und reißt trotzdem nix. Ne? Reißt er trotzdem nix, der Boy! So, ich werde jetzt auf jeden Fall für den Draco gehen. Und für den Drachentanz auf mein Garados. Bada bing, bada bing, bada bung. Skit, skit, bitch. Mal schauen, was er macht. Vielleicht für eine Schemenkraft oder so? Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Bruder, hier, dieses Ding hier. Ist ziemlich krass, was die spezielle Defensive anbelangt. Deswegen weiß ich nicht, ob der Draco reicht mögt. Ich gehe mal davon aus, nicht, obwohl es ein fucking mega Brutalander ist. Nein, denn es ist bulky as fuck. Aber das ist in Ordnung. Denn, oh, Schemenkraft. Okay, verschwindet augenblicklich. Das ist okay, das ist in Ordnung. Garados ist aufgewacht. Wir gehen für den Drachentanz. Das ist perfektemente. Ja, jetzt ist die Frage, für was geht er? Lichtschild wurde aufgehoben, das heißt, der Reflektor war auch schon weg, weil Reflektor kam als erstes. Ich gehe jetzt einfach mal mit Brutalander für ein Schutzschild, falls er meinen Brutalander angreift. Und mit Garados gehe ich auf Psyau. Wir haben defensives Garados, das heißt, er wird auch da nicht wirklich viel reißen können, ne? Selbst ohne den Bedroher. So, Brutalander ist leider paralysiert. Schade. Aber hey, wir haben jetzt die Möglichkeit, Psyau rauszunehmen, weil Psyau ist eine totale Missgeburt. So, da kommt eine Schemenkraft. Er outspeedet uns trotzdem. Das ist ja mal sehr interessant. Aber das macht natürlich gar nichts. Da kommt die Kaskade, wird das Ding rausnehmen. Es ist Stab plus 1. Bam, interessiert mich nicht, ob du ein defensives Wesen hast. Und jetzt müssen wir uns nur noch um dieses Schemenkraft-Scheißviech kümmern. Ne?
Die Sache ist jetzt die, er wird wieder für Schemenkraft gehen, das bedeutet, wenn ich erst in der nächsten Runde switche, wird der Bedroher ihn nicht mehr treffen, deswegen wechsle ich jetzt schon mal raus und gehe nochmal für einen Drachentanz. Ja, ich gehe jetzt für einen Drachentanz, damit ich ihn in der kommenden Runde mit einem sehr effektiven Eiszahn demolieren kann, der auf plus 2 kommen wird. Somit kann ich ihm nochmal einen Bedroher reinhauen. Und er wird wahrscheinlich auf Arcani gehen oder den Slot von Arcani, da er... Oh, okay. Dann geht er für eine Drachenklaue. Das ist auch gut, weil wir haben Beulenhelm drauf, ne? Deswegen habe ich Skyrim rausgewechselt und nicht... Oder Zenkai? Ja, ich habe Zenkai dabei, nicht Skyrim. Skyrim war das Hochmuts-Mutalanda und Zenkai, nee, umgekehrt. Skyrim ist das, ne? Hier. Ach, ich weiß nicht mehr, Leute. Auf jeden Fall, er hat das Mutalanda getargetet. Aber das hat ihm nichts gebracht im Endeffekt. Denn jetzt können wir easy peasy, lemon squeezy, mit einem Eiszahn und einer Nitroladung killen. Oh, seriously? Okay, da ist einer Salty, weil er nichts mehr machen kann. Er tötet sich mit dem Beulenhelm oder mit dem Eiszahn. Garados ist physisch defensiv. Er hat schon zwei Bedroher oder so drin oder einen. Ja, das war's. Bam. Und da zerstört er sich selber mit seinen beiden wunderschönen Legis, die ihm nichts gebracht haben. So, und das war's mit dem Kampf gegen diesen Japaner. Und weil dieser Kampf nicht schön genug war, werden wir noch ein Battle machen. Freunde, wie gefällt es euch? Wir haben im letzten Part ein Mono-Belebekraft-Team gezeigt und in diesem Part zeigen wir ein Mono-Bedroher-Team. Wie findet ihr diese Idee? Wollt ihr noch mehr davon sehen, dann gebt auf jeden Fall einen Daumen hoch, dann sehe ich das. Wenn die Parts besonders viele Daumen haben, dann sehe ich, dass ihr das feiert oder in die Kommentare schreibt. Und dann überlege ich mir, ob ich da draus irgendwie so eine Reihe mache, wo wir auch wieder verschiedenste Fähigkeiten von Pokémon testen. Denn Bedroher und Belebekraft gehören meiner Meinung nach zu den wertvollsten und besten Competitive Fähigkeiten, die es gibt. Auch noch besonders gute Fähigkeiten, die es gibt, sind Sachen wie Guts, wie heißt es auf Deutsch? Ich weiß nicht mehr. Wo Fassade und so viel stärker werden und blabliblub. Und Giftwaren und so ein Kram, das ist alles sehr, sehr krank. So, wir sehen ein Kangaskhan, wir sehen ein, hier, Drachen, Dragoran. Hier ist Arcani super gut, einfach weil er Talonflame ziemlich krass bändigt. Genauso wie die beiden, Pokémon, die Mogel hieben und bla. Und er kann auch das Durengar ziemlich krass plätten. Also eigentlich haben wir ein sehr, sehr krasses Team dabei gerade für dieses Team. Weil Talonflame, das sind alles physische Pokémon. Außer Quajutsu. Außer spielt ein physisches Set. Dann GG. Also Arcani wird auf jeden Fall den Lead machen, Freunde. Oder will ich ihn... Will ich ihn auf etwas reinfallen lassen? Granbull brauchen wir hier nicht wirklich. Wie gesagt, wir haben keine speziellen. Ich lede mal mit Luxtra. Und mit Arcani. Warum nicht? Nee, warte mal, dann fehlt mir. Nee, die Durchschlagskraft fehlt mir gar nicht. Das passt so. Was passt so? Brauche ich Staraptor? Was hat Staraptor noch gleich für eine Fähigkeit? Achtlos? Oder war es das... In einem Mono-Bedroher-Team, was hat Staraptor wieder für eine... Ja, lol. Ruckzuckieb. Wäre nicht schlecht, ne? Aber Garados mit Eiszahn ist einfach wertvoller für Dragoran. Und das Brutalanda könnte auch den ein oder anderen Hit tanken, deswegen... Lassen wir diesmal Granbull und Staraptor zu Hause und gehen los! Wir leaden mit fucking Arcanflash und Luxtra gegen diesen Japaner. Und ich bin gespannt. Also die Ubers sind am Regnen, Freunde. Ne? Hier Giratina, Rayquaza, Durengard, Quaiyutsu, alle sind sie am Starten. Das ist kein schlechter Lead. Denn ich kann... dieses Ding da verbrennen. Aber vermutlich will er gar nicht mehr, ne? Ja. Er will gar nicht mehr verbrannt werden momentan, habe ich das Gefühl, weil er wird eh rauswechseln. So, ich gehe jetzt mal für eine für einen Stromstoß auf Quaiyutsu. Ja, er wird eh outspeeden, ne?
Ich gehe für eine Donnerwelle auf Quajutsu. Und für eine Nitro-Ladung auf Dragoran. Der Nitro-Ladung bricht seine Fokus, seine Multischuppe und gibt mir einen Speed-Boost. Oh, Tatami-Matte. Ich hätte für einen Burn gehen sollen. Tatsächlich. Wow. Das war gerade richtig risky, aber in Ordnung. Immerhin haben wir das Ding gedonnerwelt. Das passt. Ich hätte tatsächlich für ein Irrlicht gehen können, aber ich dachte, das sei so obvious. Ich dachte nicht, dass ein minus 2 Dragoran im Battle bleiben will. Ganz ehrlich, dachte ich nicht. Ich dachte, er wechselt raus und dann kann ich mir den Init-Boost holen, ne? Aber okay, wenn er das so will. Auf jeden Fall outspeeden wir jetzt dieses Quajutsu. Und jetzt gehe ich für ein Irrlicht, weil er wird mit einem Drachentanz wahrscheinlich drin bleiben. Wutanfall. Ja, du bist minus 2, Digga. Und du kannst nicht kontrollieren, auf wen du gehst. Und Akani ist physisch defensiv. Das bedeutet, du verletzt dich höchstens selbst. Brah! So, Stromstoß kommt. Bam. Und natürlich ist es nicht mehr sehr effektiv, weil das Uber-Greninja natürlich Wandlungskunst hat. Und somit überlebt das scheiß Greninja einen Hit. Und kann jetzt Akani leider angreifen. Der Prudensbeere, der Wichser. Ja, da kommt die Kaskade, aber er ist tatsächlich physisch. Er ist physisch, er hat nur physische Attacker dabei und wir haben ein fucking Bedroher-Team am Start. So. Auf jeden Fall. Oh, Leben Orb besiegt ihn direkt. Lil, ja, das war ja nice, ne? Tschüss, Greninja. Ja, da hat ja die Donnerwelle nicht viel gebracht, außer dass ich ihn mit Stromstoß outspeedet habe. Hätte ich lieber das Dragoran gedonnerwellt. Aber, ich hätte nicht predikten können, dass es physisch ist, tatsächlich. So, soll ich jetzt mal raus zu Garados? Ich gehe jetzt tatsächlich mal für eine Donnerwelle und, ne, die Multischuppe ist schon gebrochen. Das bedeutet, ich werde jetzt zu Garados gehen und einen Bedroher raushauen. Den Mogelhieb wahrscheinlich, oh, er wird von Mogelhieb auf Luxtra gehen, ich Mongo, ich Idiot. Naja, passt, ist auch okay. Ist okay, weil einen weiteren Drachentanz tue ich gleich wieder mit dem Bedroher, runter. Also ist das Dragoran immer noch auf minus 1 insgesamt, wenn es jetzt für einen Drachentanz geht. Und, den Mogelhieb sollten wir auf jeden Fall tanken. Er geht auf Garados? Also auf Arkenflash? Was ist denn das für ein lebensmüder Boy, Alter? Der hätte einen doppelten Beulenhelm gefressen. Naja. Stimmt, der ist ja immer noch im Wutanfall gelockt, ne? Ja, das passt, weil Garados ist sowieso, ne? Und so. Garados ist sowieso physisch defensiv. Mit den Überresten hat er gerade einen doppelten Mogelhieb und einen Wutanfall getankt. Bitch! So, jetzt kann ich mal für einen Kraftkoloss gehen auf Kangama und setz mich einfach mal mit Drachentanz auf, weil, dies Dra... Seriously? Seriously. Freunde! Wir haben unser Ziel für den heutigen Part erreicht. Wir haben dem Typen so einen Schiss gemacht. Wir haben ihn so krank einfach nur krass bedroht, dass er das Battle einfach aufgegeben hat und weinen gegangen ist zu seiner Mutter. Zu seiner Mutter, Freunde, ist er weinen gegangen, weil wir ihn bedroht haben. So, das war es aber auf jeden Fall wieder mit diesem Battle oder mit diesem Part. Ich hätte euch gerne noch den Kampf zu Ende gezeigt, aber hey. Wir sind so furchteinflößend. Wir sind so, wir sind eine Bedrohung für die ganze Szene hier. Alle fliehen, alle kacken sich in die Hose. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Und vergesst nicht auf Instagram, Twitter und Facebook zu folgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bye bye und tschüss.